Der genaue zeitliche Beginn der Marienwallfahrt liegt im Dunkeln. Man vermutet jedoch, dass bereits im 12. oder 13. Jahrhundert unzählige von Leid gequälte Pilger von nah und fern sich oft mit letzter Hoffnung auf den Weg zur schwarzen Madonna von Einsiedeln machten. Sie trugen ihre Bitten vor das Abbild der Mutter Gottes und unterstützten ihr Gebet mit sogenannten Votivtafeln. Ex voto heißt nämlich aus dem Gelübde heraus. Auf diesen Tafeln wurde neben der Schilderung des erfahrenen Leides oft auch die heilige Maria gemalt. Andere haben bereits ein Wunder durch die heilige Mutter Gottes erfahren und reisten nach Einsiedeln, um ihr mit solchen Tafeln Dankbarkeit auszusprechen. Die Votivtafeln sind heute noch an der Wand hinter der Gnadenkapelle im Kloster Einsiedeln zu finden. Eine dieser zeigt ein knieendes Ehepaar, welches sich bei der Mutter Gottes für gutes Wetter und gute Ernte ihrer Felder bedankt. 1861 wurde eine Frau aus dem Kanton Luzern durch ihre Bitten an die Madonna von starken Bauchschmerzen befreit und sendete als Dank eine Votivtafel an das Kloster Einsiedeln. Unzählige weitere Wunderberichte aus unterschiedlichen Beweggründen wie schlechtes Wetter, Unfälle, Krieg und Gefangenschaft, Schicksalsschläge und vor allem bei Krankheit fanden ihren Weg zur Madonna im Kloster Einsiedeln.